Swadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben! Mami und ich rocken heute wieder die Küche. Mami, was war denn? Mein Gesicht ist so groß. So groß! Wegen Vorfreude auf unser Essen. Der Molina heute hat sie selbst gemacht. Aber nicht so schön. Nein, das ist kein Problem. Handarbeit, oder? Mhm. Zuschauer muss auch, ja, das stimmt. Zuschauer muss auch, ja, das stimmt. Also müsst ihr auf meine Seite sein. Ihr dürft nicht kritisch zu mir sein. Sehr gut, Mami. Guck, Dream Team sind wir. Ihr und wir. Wir passen sehr gut zusammen. Curry Pop. Curry Puff, gell? Und auf Thailändisch heißt es Curry Puff. Und das ist eine Art Gebäck, was so in Thailand, Singapur, Malaysia gegessen wird. Ursprünglich kommt es wohl aus Indien. Mhm. Ist quasi Verwandte von Samosa. Mhm. Samosa, auch dieses indische Gebäck. Okay. Und für mich ist es heute das erste Mal, dass ich die mache. Sonst habe ich die immer nur gegessen und genossen. Und ich muss sagen, Leute, das ist etwas aufwendig, gell? Aber es lohnt sich 100%. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Meine Muskeln sind ready. Zuschauer ich bin auch bereit. In grün bereit. Na dann schauen wir uns schnell die Zutaten an. Und zwar machen wir zuerst die mega leckere Füllung. Wir brauchen Süßkartoffel, Hokkaido-Kürbis, Zwiebel, helle Sojasauce, Salz, Currypulver, Pfeffer und Palmzucker. Die genauen Mengenangaben und Zutatenliste findet ihr unten in der Infobox. Und wir fangen an, es geht los. Wir schälen unsere Süßkartoffeln und schneiden sie in gleich große Würfelchen. Beim Kürbis genau das gleiche Spiel. Erstmal die Schale entfernen und dann ebenfalls in gleich große Würfelchen schneiden. Dann kümmern wir uns um die Zwiebele und schneiden sie in kleine Stückchen. Dann haben wir Zwiebel, Hokkaido-Kürbis und Süßkartoffel klein geschnitten. Und wenn ihr Pfefferkörner verwendet, dann müsst ihr die Pfefferkörner erstmal zerstoßen oder zermahlen. Ansonsten könnt ihr auch einfach Pfefferpulver nehmen. Geht genauso. Öl und Butter wird angebraten. Sobald Butter geschmolzen ist, geben wir direkt Zwiebeln mit dazu, geben dann Currypulver hinein und braten alles miteinander kurz an, geben direkt Süßkartoffel und Hokkaido-Kürbis da rein, alles wieder schön miteinander anbraten, ungefähr für 2 Minuten, dann geben wir stilles Wasser dazu, Deckel drauf und 10 Minuten kochen lassen bei mittlerer bis hoher Hitze. Während den 10 Minuten guckt ihr ab und zu nach. Wenn es zu trocken ist, gebt ihr einfach noch mehr Wasser dazu. Dann würzen wir das Ganze mit heller Sojasauce, Salz und Palmzucker. Sobald Palmzucker geschmolzen ist, so wie hier, geben wir direkt Pfefferpulver dazu. Kurz anbraten wieder und dann habt ihr eine mega leckere Füllung, die so süßlich, würzig, spicy ist. Und das Ganze lassen wir erstmal abkühlen. Denn jetzt kümmern wir uns um den Teig, Leute. Und zwar machen wir zuerst den inneren Teig. Dafür brauchen wir Weizenmehl. Das geben wir erstmal durch den Sieb. Dann geben wir Butter dazu. Und dann kneten wir Butter und Mehl miteinander, bis sie perfekt miteinander verbunden sind. Das merkt ihr dann, wenn die Konsistenz so sandig wird. Das merkt ihr direkt in den Händen. Dann bauen wir ein großes Bällchen daraus, wickeln Alufolie, Klarsichtsfolie drumherum und dann ein feuchtes Tuch drüber legen, damit der Teig nicht austrocknen kann. Denn jetzt machen wir den äußeren Teig. Jawohl, wir haben 2 Teigarten. Auch beim äußeren Teig brauchen wir hier Weizenmehl. Wird auch erstmal durch den Sieb gegeben. Und das ist Nambunsai. Nambunsai ist Calciumcarbonatwasser. Hier in Deutschland könnt ihr einfach Backpulver mit Wasser mischen. Und dann habt ihr dieses Nambunsai, was für den krossigen Effekt sorgt. Dann geben wir
Puderzucker, Salz und Olivenöl hinein und kneten und massieren dann das Ganze. Und jetzt sind Muskeln gefragt, Leute, denn ihr müsst wirklich sorgfältig und geduldig und ordentlich das Ganze kneten und massieren. Insgesamt hat Mami 20 Minuten diesen Teig hier geknetet. Immer wieder mit der Handfläche drücken, kneten, massieren. Wie gesagt, ungefähr 20 Minuten. Es hört sich zwar lange an, aber es lohnt sich, denn ihr habt danach einen perfekten Teig, der hauchzart, blättrig, zart schmelzend, krossig sein wird. Ihr werdet es lieben, es lohnt sich. Der Teig ist ready und jetzt ebenfalls Klarsichtsfolie außenrum geben, einwickeln und dann auch ein feuchtes Tuch drüber geben. 30 Minuten ruhen lassen. Und jetzt, Leute, nehmen wir den inneren Teig von vorhin und bauen daraus kleine Bällchen. Alle ungefähr gleich groß. Sind wir fertig, wieder feuchtes Tuch drüber geben. Denn jetzt kommt wieder hier der äußere Teig, den wir eben gerade gemacht haben. Und der äußere Teig wird jetzt ebenfalls in gleich große Teile aufgeteilt. Und der äußere Teig sollte aber größer sein als der innere Teig. Das seht ihr gleich. Da haben wir nämlich unsere zwei Teigarten. Einmal der äußere Teig, der größer ist und diese weißliche Farbe hat. Dann der innere Teig, der kleiner ist und eher gelblich. Dann nehmen wir den äußeren weißen Teig, drücken ihn ein bisschen platt, nehmen den inneren gelblichen Teig, legen das hinein, wickeln dann den äußeren weißen Teig um den inneren gelblichen Teig und dann haben wir einen großen Teigball, 2-in-1, 2-in-1. Und so sehen die dann aus. Während wir die anderen Teigbällchen bauen, ebenfalls hier auch feuchtes Tuch drüber geben. Es soll bloß nicht austrocknen. Und wenn wir fertig sind, nehmen wir unseren 2-in-1-Teig, legen das auf den Tisch, drücken ihn kurz platt, nehmen hier einen Backroller und rollen einmal schön lang und dünn. Und dann rollen wir den Teig hoch wie so eine Schriftrolle. Und dann legen wir diese Schriftrolle vertikal vor uns hin und rollen nochmal mit dem Backroller das Ganze in die Länge. Dann rollen wir es wieder hoch zu einer Schriftrolle. Schneiden einmal in die Mitte der Schriftrolle und dann seht ihr, die untere Seite sieht aus wie ein Rosenblattmuster, so fein und filigran. Und die obere Seite sieht aus wie ein Schneckenhäuschen, so rund und fluffy. Dann stellen wir den Teig mit dem Schneckenhäuschenseite nach oben. Drücken mit der Hand auf dem Schneckenhäuschen, nehmen dann wieder den Backroller und rollen zum letzten Mal den Teig hier in die Länge. Und dann seht ihr, guck, außen ist dann hier dieses Rosenmuster, ist noch super gut zu erkennen. Das Rosenmuster soll außen sein. Denn das seht ihr gleich beim Currypuff, dieses Muster außen. Und das gibt dann nochmal diesen krossigen, hauchzarten Blätterteig-Effekt. Dann nehmen wir einen Teelöffel von der Füllung, geben sie in den Teig hinein und denkt dran, die Seite mit dem Rosenmuster ist außen, gell? Dann verschließen wir den Teig wie eine kleine Brieftasche, festdrücken und dann falten wir oben entlang der Currypuff-Tasche.
und das ist gar nicht schwer zu falten. Das habt ihr ganz schnell raus versprochen. Am Anfang sieht es vielleicht noch nicht perfekt aus, aber mit der Zeit auf jeden Fall. Das seht ihr hier gleich nochmal bei Mami, wie schön ordentlich sie das hier faltet. Übung macht den Meister, wie es so schön heißt. Und schon sind unsere Curry Puffs ready und jetzt werden sie frittiert. Hier brauchen wir heißes Öl, dann legen wir vorsichtig unsere Curry Puffs hinein. Und da müsst ihr aufpassen, regelmäßig nachschauen, denn nach kurzer Zeit werden die Curry Puffs schon so golden und dann könnt ihr sie schon aus dem heißen Öl rausholen. Dann habt ihr diese mega crossigen, crusty, hauchzart leckere Curry Puffs, wo der Teig direkt auf der Zunge so schmilzt. Und die zweite Art, die Curry Puffs zu machen, ist, sie zu backen. Dann legen wir die Curry Puffs erstmal auf dem Backblech, geben sie in den Backofen, für 5 Minuten backen, wieder rausnehmen, dann mischen wir Eigelb mit Sahne und das Eigelb mit Sahne wird jetzt auf die Curry Puffs aufgetragen. Dann kommen sie nochmal in den Backofen für weitere 20 Minuten. Danach habt ihr diese goldbraun duftigen Curry Puffs, so schön krossig, zart schmelzend und feinblättrig der Teig, dabei diese perfekte Mischung aus knusprig kross und zart weich. Innen die Füllung ist süßlich, würzig, spicy. Es ist unvergesslich, einmalig lecker. Ihr werdet verrückt danach sein, versprochen. Wenn man eins anfängt zu essen, kann man nicht mehr aufhören. Wenn er kann machen, ja. Sie kann den auch. Eben, so ist es. Ja. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch, ja, auf jeden Fall. Für mich war das das erste Mal und ihr habt gesehen, vom Aussehen her, ne, sehen meine nicht so schön aus. Die von Mami sehen wunderschön aus, weil Mami das ja schon so oft gemacht, ja, hat. Und Übung macht den Meister, sagst du immer, ja, gell? Stimmt. Und für das erste Mal, wie gesagt, sehen die, ja, nicht so schön aus. Aber ihr wisst, wie in der Liebe, es kommt auf die inneren Werte, genau, an. Gell? Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir uns wieder das nächste Mal sehen. Vielen lieben Dank für all eure Unterstützung, gell? Das ist wie Sonnenschein für uns. Dankeschön. Ja. Kokunka. Sawadika. Passt gut auf euch auf. Auf Wiedersehen. Auf Wieder, tschüss. Immer zum Ende Kuss von uns. Bye bye. Mit Curly Pop, Curly Pop, Curly Pop.